Bewohner. Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Grossi und es ist wieder mal Zeit für eine Runde Nightbanes. Das Collectible Card Game. Ja, aber heute mal was anderes. Heute spiele ich mal nicht, sondern stell euch mal die Karten vor, die jetzt mit dem Halloween-Event, glaube ich, rauskommen. Ja, und da könnt ihr euch mal die Karten anschauen und Chef hat schon eben im Chat geschrieben, könnt auch gerne drüber motzen. Ja, ich habe da nichts zu motzen, also ich habe es mir jetzt nur kurz, bin ich mal überflogen und kann wieder mal nur sagen, die Grafiker sind ihr Geld mehr als wert, würde ich mal behaupten. Also Wahnsinn, was da wieder mal rumgekommen ist. Guckt euch hier an, also mein Tipp, ich lese jetzt hier nicht alles vor, also hier oben db.nightbanes.de/changelog/new. Das könnt ihr eingeben und dann kommt ihr da hin und seht dann die neuen Karten. Und wenn euch eine Karte sehr interessiert, dann drückt einfach auf Pause und guckt euch die genauen Werte an. Da könnt ihr euch das hier alles angucken. So, was haben wir da zuerst mal? Jünger des Blutes. Ja, sehr schick schon mal. Ne? Hier. Elfenjägerin, 2x Ballistikschaden, 6x, ja, die sieht auch sehr, sehr gut aus. Hier, Skelettritter, boah, der sieht schon mal auch ganz, ganz, ganz krass aus hier. 3 und 8, ja, 8 ist schon ordentlich. Hier, Wassernymphe, krass gezeichnet, oder wieder, krass gezeichnet hier, Wahnsinn. Wie spricht man das aus? Arcadriel Fock, boah, neuer Lord. Ja, sehr schick. 11 Punkte. Wow, guck mal hier. Captain Fendrick. Alter, krass. Der sieht echt krass aus. 12 Punkte hat er hier. Quelle Evolution. Also da steht auch, wo man die dann herbekommt. Hier. Todeslord. Einzigartig. 10 Hitpoints. Der braucht 1, 2, 3, 4, 5 Blutlust und macht aber auch 6 Schaden. Todesgriff kann einen Feind zerstören. Überschüssiger Nahkampfschaden wird dem gegnerischen Lord verursacht. Zähigkeit verhindert 3 Angriffsschaden, dämonisch. Boah, Alter, Vater, was ein Teil, ey. Boah, Hammer. Entflohene Irre Stufe 3. Ja, das sind also diese Aufpäppelkarten, die noch dazukommen. Entflohene Irre Stufe 2. Höllenfeuermaschine Stufe 2. Höllenfeuermaschine Stufe 3. Auftragsmelder Stufe 2. Stufe 5. Conrad Gravewalker. Eine Evolutionskarte. Todesgriff, boah, 12 Punkte hat er, sauber hier, boah, guck dir doch die Karte an, guck dir doch die Zeichnung hier an, mein liebes Lieschen, also wer so malen kann, Wahnsinn, Marius, the Ausgestoßen, okay, das finde ich schon mal lustig, Marius, the Ausgestoßene, das muss ich glaube ich gerade mal hier drüben im Chat posten, so, alter Schwede. So, ich stelle gerade die Karten im Video vor. Marius the Ausgestoßene. Soll das so sein? Fragezeichen. Marius the Ausgestoßene. Also, switchen wir schnell mal rüber. Marius the Ausgestoßene. Ja, hier Schleimgigant. Achso, wo kommt denn Marius überhaupt her? Evolution, okay. Schleimgigant. 10 Hitpoints, aber macht nur einen Schaden. Aber hier steckt gut was weg, ne? Und heute Schurke Stufe 2, Stufe 3, Vampirjäger, gepanzertes Schlachtross, sieht auch wieder sehr, sehr schick aus, Kartentyp, wo kommt denn der her, steht ja gar nicht, ah hier unten, da ist ja das Ding da, ne? Schwarze Kutsche, Wahnsinnsoptik, aber hier, das ist doch mal, Alter, da würde ich direkt mal Urlaub machen, okay, nur mit Kreuz und Waffen, aber, ne, wow. Ein schicker Ort, ein sehr schicker. Mal gucken, ob da drüben was passiert ist.
Hat noch keine was geschrieben dazu. So, dann gucken wir noch mal weiter, was hier noch alles gibt. Aber guck dir mal, wie der aussieht. Schamane des Sturmes, einzigartig. 6 und 2 Entladung, Sperren, zurückziehen. Boah. Sauber, das ist mal catch, oder? Ja, hier. Also, das sind Karten aus dem Shop dann. Wahnsinn, Wahnsinn. So, weiter. Was haben wir noch? Fürst der Untoten, Stufe 2. Hexenmeister der Dekaner, Stufe 2. Amulett, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 3. Stufe, ja, das kennen wir schon alles, ne? Das sind alles Karten, die wir schon kennen, Sensenmann. Stufe, Check mit der Laterne, Fürst der Untoten, da ist die Nummer 3, Lauernder Schatten, Stufe 2. Und dann fängt es schon wieder von vorne an. Jawohl, also so sieht's aus. Ja, hat noch keiner was zu geschrieben zu dem, Marius the Ausgestoßene, haben sie wahrscheinlich überlesen, die Leute oder so. Ja, also, das war jetzt mal das kurze Video heute. Ja, ich bin gerade hier im Free-to-Play-Modus. Komm, ich kann ja noch mal ein bisschen was raushauen. Und kann mal schauen. Also, probieren wir noch mal. Dass wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Wir sind jetzt hier gerade bei der vergessene Kaiser. Den versuche ich hier gerade mit dem zu machen. Aber zum Thema Marius, der Ausgestoßene, kam noch nichts. Noch. Haben sie überlesen wahrscheinlich. Da ist ja auch im Chat wieder so viel los. Ja, könnte das hier funktionieren? Mal gucken. Er hat meine Kraftkarte leider gekontert. Leider. Nehmen wir mal ein bisschen Heilung zu. Heilung ist immer gut. So, ich wollte ja eigentlich heute gar kein Video machen. Ich wollte ja morgen das Video machen, wenn der neue Event kommt. Aber nachdem jetzt eben gerade hier jemand die Karten gepostet hat, habe ich gerade mal Schiffe gefragt und habe gesagt, hier, wie sieht's aus, soll ich dir schon mal ein Video zeigen? Hat er gesagt, jo. Dann habe ich gesagt, mach ich doch glatt. Also, so Karten muss man doch mal zeigen, oder? Da ist es doch auch mal wert, mal eine, wenn auch eine kurze, separate Folge sozusagen drüber zu machen. Ja. Das lohnt sich. Was mir hier in dem Deck auf jeden Fall noch fehlt bei meinem Free-to-Play, ist einmal mein Artefaktzerstörer. Ja, leider gibt es auch Sachen, die ich mir halt mit Free-to-Play nicht anschauen kann. Leider. Und was fehlt mir noch? Ja, noch den anderen das andere Heilungsamulett. Sonst sind da ja schon ein paar ganz schicke Sachen drin, wie zum Beispiel der hier. Ne? Aber mir fehlt halt noch dieses komische, wie heißt das Viech? Der die Artefakte zerstört. Denkst du, komm jetzt drauf. Blutgecko. Also Gecko. Blutgecko bin ich mir nicht sicher, aber Gecko. Gecko war es. Das war ein Gecko. Es war ein Gecko. Und hier ist übrigens auch meine Evolutions, also meine Karte, die ich hochgelevelt habe. Zombiebär Stufe 3. Im Einsatz. So, man muss gerade mal Hüsterchen machen. Hüsterchen. So. Kein Meckern über die Kutsche. Nein, aber über den Namen von dem. Wie habe ich geschrieben? Wie heißt der? Mauro Dingsterbums. Naja, gut. Haben sie alle überlesen. So, jetzt muss ich mich hier irgendwie mal den ein bisschen hochheilen. Ja, so, sehr gut. Dass jemand. Mal ein bisschen Heilungsartefakt unten hinschmeißen. Ah, Mist, der hat ihn trotzdem kaputt gemacht, der blöde Hund. Schlag doch mal zu jetzt ordentlich. Ausgebiechen, der ist kaputt, leider. Es wird so knapp. Na, der lebt noch, Mist, leider. Oh, er ist ausgewichen. Sehr schön. Hier haben wir noch ein Heilungsartefakt. Haben wir das auch noch dabei? Oh, jetzt schlägt der natürlich da oben zu. Wie Leute da. Okay, das ist.
Das wird jetzt echt verdammt eng. Ja. Das war es jetzt, glaube ich, dann gleich. Ne? Aha, der hat nur noch einen Punkt. Jetzt hau ich noch um oder bitte hauen um. Hauen weg, hauen weg. Nee. Oh, Mist. Jetzt vielleicht. Ich habe wieder ausgewichen. Ne? Dann war es das jetzt. So. Tata, verloren. Mist. Wie viel habe ich denn gemacht? Drei. Ne, zumindest habe ich drei Stück, dann kriege ich wenigstens die Belohnung. Wenn die anderen die gelegt haben. Ist ja schon mal wenigstens ein Anfang, ne? Ist ja schon mal was. Der ist auch gleich weg. Jawohl, sag doch so. Ja, meine Rede. Also die Raid-Bosse sind Free-to-Play schon echt ein hartes Stück Brot. Da bist du, gut, das ist natürlich auch, wird jetzt der eine oder andere sagen, der meine Videos sich genau anguckt, wird sagen, ja, aber du machst ja auch kein spezielles Deck für die jeweiligen Raid-Bosse. Richtig, jawohl. Weil mir dafür einfach die Zeit und die Zeit fehlt, die Lust teilweise auch, ja, dass ich dann jedes Mal umswitchen muss und mir verschiedene Decks erstellen, da wieder umbauen. Ich bin immer froh, wenn ich mal ein Deck habe, wo ich weiß, aha, das ist ganz gut. Ja, guck dir mal, was der für einen Schaden macht, der Drecksackdrache da. Ja, das war's schon. Ja, also wie gesagt, ich bin ja eigentlich, bin ja froh, dass ich mal weiß, dass ich mal ein Deck habe, was dann läuft. Und habe da keinen Bock, das jedes Mal umzubauen und habe auch nicht so die Zeit dafür. Ja. Ich komme ja am Tag meistens jetzt nur noch einmal online, um meine Energie rauszuhauen, um hier die Raids zu machen, um meinen Teil zum Erfolg der Gilde beizutragen, denn so gut wie ich kann jedenfalls. Ja, für den Rest fehlt mir einfach die Zeit. Dafür habe ich einfach zu viel andere Sachen noch um die Ohren. So ist das leider. Ja. Okay. Also, dann sage ich, ja, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen von den neuen Karten. Lasst mir einen Kommentar da und einen Daumen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Also bis denn und Aloha.